Mit dem auf Steam knapp 550 MB großen Patch 1.05 hat F1 23 gestern Abend sein erstes größeres Update erhalten. Ich bin Walle, das hier ist mein Simracing Rig, mit dem ich auch Formel 1 fahre, und ich erzähle euch heute in Kürze, was der neue Patch für Verbesserungen mit sich bringt, aber auch, was für neue Probleme wir damit wieder haben. Ein größeres Problem vor dem Patch war zum Beispiel die schlechte Performance des Spiels in Nachtrennen, zum Beispiel in Jeddah oder auch in Bahrain. Da hatte ich letzten Samstag auch in unserem ersten Community-Rennen mitzukämpfen, und das wurde jetzt mit dem Patch verbessert. Ebenfalls behoben wurde das Problem, dass man in 25% Rennen kein Safety Car und keine Einführungszone hatte. Das hat bisher nur funktioniert ab der dieses Jahr neu hinzugefügten Rennlänge von 35%. Das war so nicht gewollt und wurde jetzt behoben. Ein weiterer großer Punkt von dem neuen Update sind die roten Flaggen. Die sind ja ebenfalls dieses Jahr zum ersten Mal dabei im Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass die problemlos funktionieren werden. Und so war es dann auch. Es konnte zum Beispiel passieren, dass man nach einer roten Flagge übers Ziel gefahren ist und dann plötzlich auf einer ganz anderen Position gelistet wurde, als man eigentlich war. Und insofern konnte man die eigentlich nicht gut benutzen. Und das wurde jetzt mit Patch 1.05 gefixt. Ich persönlich werde aber, glaube ich, trotzdem kein Fan von den roten Flaggen werden. Außerdem wurde ein sehr ärgerlicher Fehler behoben, der zu Spielabstürzen führen konnte, wenn man mehrere Karrierespielstände hatte, also zum Beispiel eine Fahrer- und eine MyTeam-Karriere, und man dann auch noch F2 gefahren ist in diesem Savegame, dann konnte es sein, dass das Laden des zweiten Savegames zu einem Spielabsturz geführt hat. Sehr ärgerliches Problem, das jetzt behoben wurde. Bei den Zwei-Spieler-Koop-Karrieren war es bisher auch so, dass die auf gleicher Bolidenleistung liefen, statt auf realistischer Bolidenleistung. Es gab zwar Möglichkeiten, das so ein bisschen auszutricksen, dass es trotzdem funktioniert hat, aber so sollte das ja eigentlich nicht sein, und das wurde jetzt behoben. Auch Logitech True Force hat bisher wohl noch nicht so richtig funktioniert, wurde jetzt aber zumindest auf PlayStation und PC schon mal gefixt. Falls ihr also auf der Xbox spielt und ein Logitech True Force Lenkrad habt, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden auf einen weiteren Patch. Dann gab es noch einen ganz lustigen Fehler, der behoben wurde in der MyTeam-Karriere in Monaco. Da ist man ja quasi in 11. Team, und wenn man dann als 11. Team aus seiner Garage rausgefahren ist, dann hat man sich direkt den Flügel kaputt gemacht, und das wurde jetzt auch gefixt. Außerdem gab es noch Probleme mit der Breaking Point Story. Da konnte es wohl passieren, dass man in Kapitel 7 nicht weiterkam und im Grid feststeckte. Auch das wurde jetzt behoben. Und einige weitere kleinere Dinge, wie zum Beispiel, dass die Alpine Driver Academy jetzt nicht mehr Renault Driver Academy heißt, dass in MyTeam die Sponsoren auf Anzügen und Helmen korrekt angezeigt werden. Außerdem gibt es verschiedene Stability Improvements und Minor Fixes. Eine dieser kleinen Verbesserungen, die nicht im Einzelnen aufgelistet sind, ist zum Beispiel, dass in Spanien am Eingang der letzten Kurve der Wurstkorb entfernt wurde. Wenn ihr noch Sachen findet, wo ihr sagt, aha, das wurde doch verändert und steht nicht im Einzelnen in den Patch Notes, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Als F1-Spieler ist man es ja schon gewohnt, dass die Spiele nicht unbedingt bugfrei und fertig auf den Markt kommen. Aber ich finde, man muss es Codemasters zumindest lassen, dass sie seit dem letzten Game deutlich besser kommunizieren. Es wird online aufgelistet, welche Fehler bereits bekannt sind, an welchen an einem Fix gearbeitet wird, wo noch untersucht werden muss, um mehr Informationen zu erlangen und so weiter. Also die Kommunikation ist deutlich besser geworden, und ich finde, man hat ja auch gesehen, da kommt dann auch relativ zügig dann doch ein Patch. So lange ist das Spiel noch nicht draußen, und ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele von diesen dringendsten Problemen, die das Spiel bisher noch hatte, so schnell gefixt werden. Es gibt aber natürlich auch noch andere Bugs in F1 23, die einen weiteren Patch benötigen und noch nicht gefixt worden sind. Zum Beispiel, dass die Verträge in der MyTeam-Karriere schon vor dem letzten Rennen enden. Und auch der sehr nervige Fehler am PC, dass wenn man aus dem Spiel raustappt, danach das Force Feedback nicht mehr funktioniert manchmal, der ist leider auch immer noch nicht gefixt. Und dann wäre es natürlich kein echter Codemasters-Patch, wenn nicht auch gleichzeitig wieder neue Probleme und Bugs hinzugekommen wären. Es ist noch nicht final bestätigt, aber aus meiner Community wurde mir zum Beispiel berichtet, dass das On-Screen-Display, also das HUD, jetzt nicht mehr gespeichert wird. Also man stellt die Sachen um und geht dann raus und speichert, und dann ist alles wieder zurückgestellt. Das wird also anscheinend aktuell nicht übernommen. Außerdem werden wohl bei manchen Leuten auch die Time-Trial-Zeiten nicht gespeichert. Bei anderen Leuten habe ich gesehen, dass die roten Flaggen, dass nach einer roten Flagge weiterhin oben dauerhaft unter der Rundenanzeige steht rote Flagge, obwohl das Rennen weitergeht. Insofern gibt es also auch wieder ein paar kleine neue Bugs, die neu dazugekommen sind. Und dann gibt es noch eine Sache, die ziemlich krass sein könnte, wenn die sich als wahr herausstellt, und zwar nicht erst seit diesem Patch, aber wie gesagt, das ist noch nicht final bestätigt. Anscheinend ist es so, dass die Autos, selbst wenn man auf gleicher Bolidenleistung fährt, wie das ja eigentlich in allen Ligen und im E-Sports und so weiter getan wird, eine unterschiedliche Reifenabnutzung haben. Am wenigsten Abnutzung haben demnach der Red Bull und der Aston Martin und am meisten Ferrari, Haas und Alfa Romeo. Das klingt halt fast so, als wäre das gewollt und würde auf den echten Autos beruhen, denn in echt ist es ja auch so, dass Red Bull und Aston Martin wenig Abnutzung haben und Ferrari viel. Aber wenn das bei gleicher Bolidenleistung tatsächlich der Fall ist, dann wäre das schon ziemlich krass. Dann hätten nämlich zum Beispiel die F1 E-Sports-Fahrer, die halt im Ferrari sitzen, einen massiven Nachteil gegenüber denen, die im Red Bull sitzen. Auch Barry Boromont hat dazu bereits was auf Twitter geschrieben, also das wäre schon ziemlich krass, aber wie gesagt, da ist noch nichts final bestätigt. Eigentlich würde man ja davon ausgehen, auf gleicher Bolidenleistung, dass die Autos identisch sind, bis auf Optik und Sound vielleicht.
Und wenn natürlich die Reifenabnutzung tatsächlich signifikant unterschiedlich ist, das wäre schon ein ziemlicher Hammer. Aber ich würde sagen, erstmal die Füße stillhalten. Vielleicht gibt es da demnächst ja noch mehr Infos zu. Oder vielleicht kommt sogar ein Patch zu der ganzen Thematik. Ansonsten, wie gesagt, die Patch-Notes findet ihr unter dem Video. Da könnt ihr ganz in Ruhe nochmal selber drüber schauen. Und teilt doch auch gerne dieses Video hier mit euren Kumpels, die auch F1 23 spielen, damit auch die auf dem Laufenden sind. Wenn ihr noch irgendwelche Bugs oder Probleme habt mit F1 23, die dringend einen Patch benötigen, eurer Meinung nach, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, fahrt schön vorsichtig, viel Spaß mit dem Game und wir sehen uns wieder in unserer F1 23 Fahrerkarriere mit McLaren. Ich bin raus, Herr Walle. Bye, bye.